Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Es ist schön, hier zu sein. Große Ehre für mich, hier sprechen zu dürfen. Mein erster Sunday Morning war, ich glaube, im Herbst 2017, irgendwie September 2017. Das war so die Zeit, als ich überlegt habe, überhaupt herzukommen. Haben wir das alles mal angeschaut da. Und dann war ich beim Sunday Morning. Das war, glaube ich, der 12. oder so, keine Ahnung. Und jetzt ist der 103. Nein, das sagt man nicht. Der 103. sagt man, glaube ich. Aber 103. klingt auch gut, oder? Der 103. Und ich darf euch was erzählen. Das freut mich total. Patrick hat vorher schon gesagt, letzte Woche war Pfingsten. Ich habe gar nicht so viel zu tun gehabt zu Pfingsten. Das war sehr angenehm, dass ich mal... Das war mein erstes Pfingsten. Und so konnte ich einfach mal ein bisschen auch sehen, was ist so... Was passiert denn da zu Pfingsten in Salzburg jedes Jahr seit 20 Jahren? Das ist unglaublich. Ich war echt ein bisschen stolz, Teil von einer Bewegung zu sein, die so eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellt. Und ich war viel auf unserem Home-Stand. Wir haben als Home Mission Base einen kleinen Stand gehabt am Domplatz. Und habe einfach allem unsere, ich weiß nicht, 10.000 Flyer in die Hand gedrückt. Wir haben so viele Flyer und so viele Folder. Und habe die verteilt und habe mit Leuten geredet. Und in diesen Gesprächen bin ich einmal mehr drauf gekommen, gell? Also wenn ich mit Leuten über den Glauben rede, dann komme ich total oft drauf. Es gibt ja schon ein paar so Themen, da kann man echt anecken. Also so, wenn man über den Glauben redet, oder? Also es gibt so ein paar so Themen, wie zum Beispiel irgendwie Jesus musste am Kreuz für dich sterben, damit er uns erlöst. Oder es ist schon gut, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Oder alle Religionen sind jetzt nicht unbedingt gleich wahr oder so. Und so ein paar so heiße Eisen haben wir schon. Und ganz viele Leute nehmen da Anstoß dran und sagen, hey, das ist irgendwie nicht so easy, nicht so super. Und ich verstehe es. Also ich verstehe es, weil einige von diesen Themen, einige von diesen Aussagen, die sind echt nicht so leicht zu verstehen. Das ist echt nicht so easy. Und vor allem ich als Lehrer, als Theologe, ich denke mir, das ist auch echt nicht leicht, das gut zu erklären. Gell? Also vielleicht kann man es erklären, aber es ist gut zu erklären, so dass man nachher mehr weiß als vorher. Nicht. Und jetzt nicht so leicht. Und dann gibt es aber eine Aussage, die finden alle toll. Gibt es eine Aussage, die finden alle super, jeder liebt die. Und das ist das, was Jesus sagt auf die Frage, was ist das Wichtigste im Leben? Was ist das Wichtigste im Leben? Und Jesus sagt, er sagt das. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als das. Und das mit Gottes Überleben, überlesen ja die meisten. Aber das mit dem Nächsten, gell? Das mit dem Nächsten ist so wichtig, das ist so gut. Das Nächstenliebe, man soll den Nächsten lieben. Ja, das ist ein wichtiger Wert in unserer Gesellschaft. Und den verdanken wir dem Christentum, dass man den Nächsten lieben soll und so. Und das ist ganz, ganz zentral im Christentum, die Nächstenliebe. Und ich denke mir dann manchmal, ja, aber sind wir uns eigentlich bewusst, dass das, also wenn wir ehrlich sind, das ist manchmal ganz schön kompliziert. Also es ist manchmal ganz schön schwierig, den Nächsten zu lieben, oder? Das ist nicht immer so total easy. Manchmal ist es viel einfacher zu erklären, warum es gut ist, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten, als wie man jetzt seinen Nächsten lieben soll, je nachdem, wer jetzt der Nächste ist. Aber ja, also im Ernst, wir können uns so in die Haare kommen miteinander. Wir können uns so sehr in Konflikten festfahren, dass es gar nicht leicht sein kann, seinen Nächsten zu lieben, den anderen zu lieben. Oder ihn zumindest auszuhalten, das wäre schon was. Ja, das ist gar nicht immer so leicht. Und das, obwohl wir intuitiv hier spüren, das, was Jesus sagt, das mit dem Nächsten, dass Beziehungen wichtig sind, das stimmt. Irgendwie spüren wir das. Ja, stimmt, für ein gutes Leben, das ist wichtig. Und trotzdem ist es nicht so leicht. Und die Frage, die ich deshalb heute einfach stellen will, ist, was können wir tun, wenn wir uns so in die Haare kommen, wenn wir in so einem Konflikt sind, dass wir da wieder heil herauskommen? Was ist Gottes Strategie dafür, dass es besser geht mit dem Nächsten, mit den Beziehungen? Und das Erste, was ich euch mitgeben will, ist, es hilft immer, sich in einem Konflikt mal zu orientieren, wo man denn ist. Und ich behaupte, in jedem Konflikt ist man in diesem Haus. Schau, ich muss ein bisschen überlegen, dass ich noch genug Platz habe. Das Haus schaut ungefähr so aus. So, ich zeichne da ein Haus hin
Und dieses Haus hat 3 Räume. Und du kannst in jeden von diesen Räumen, in jeder Reihenfolge gehen und du kannst innerhalb von einem Konflikt, kannst du auch springen zwischen den Räumen. Ja, das ist so wie das Konflikthaus. Du gehst hinein, dann bist du in dem Konflikt drinnen und du bist immer in einem von diesen Räumen. Ja, du kannst in jede Reihenfolge hineingehen, aber jeder Raum spielt eine Rolle. Und ich sage euch jetzt gleich, was in jedem Raum passiert. In dem ersten Raum, da geht es um die Sache. Da geht es so um die Frage, was ist eigentlich passiert? Was ist wahr? Was stimmt jetzt? Weil meistens hat man einen Konflikt dann, wenn man irgendwie unterschiedlicher Meinung ist. Ja, man hat eine Auseinandersetzung, kann man normalerweise nur dann, wenn man nicht der gleichen Auffassung von etwas ist, sondern wenn man irgendwie da unterschiedlicher Meinung ist. Also in dem ersten geht es um die Sache zum Beispiel. Angenommen, ihr teilt sich ein Auto, ja, und es gibt einen Autoschlüssel. Und der eine sagt, der Autoschlüssel ist nicht da. Und der andere sagt, ja, aber ich habe ihn aufgehängt. Ja, das kann nicht sein, dass du ihn aufgehängt hast, weil er ist nicht da. Und dann sagt, ja, aber wo soll er denn dann sein, wenn du nicht aufgehängt? Ja, aber ich habe ihn ja aufgehängt, ich weiß es nicht. Verstehst du? Das ist Sache. Was ist wirklich passiert? Habe ich ihn aufgehängt oder nicht? Wo ist der Autoschlüssel? So, und dann gibt es den zweiten Raum. Und der zweite Raum heißt Gefühle. Also, der Autoschlüssel ist weg. Und der Autoschlüssel ist nicht nur weg, sondern ich ärgere mich auch, dass der Autoschlüssel weg ist. Ich bin frustriert. Vielleicht passiert das schon zum 5. Mal. Jedes Mal ist der Autoschlüssel weg, wenn er sich das Auto ausgepackt hat. Oder ich bin enttäuscht, ja, weil vielleicht ist der eine enttäuscht, weil der denkt, ich kann mich auf den verlassen, aber ich kann mich nicht den verlassen. Ich bin enttäuscht oder ich habe Angst. Ja. Ganz oft ist das Gefühl, dass sich in einen Konflikt mischt, ist Angst. Zum Beispiel, ich habe Angst, dass mir das Auto gestohlen wird. Weil in meiner Kindheit sind mir schon immer Sachen gestohlen worden. Und merkst du, manchmal in Konflikten geht es um Gefühle, die haben gar nicht so viel mit der Sache zu tun, die kommen von woanders her, aber sie mischen sich dort hinein. Verstehst du? Und dann bist du plötzlich in dem Raum und es geht um diese Gefühle und gar nicht mehr nur um die Sache. Manchmal ist die Sache gar nicht das Problem, sondern das Gefühl, das die Situation in mir auslöst. Ja? Und oft sind wir schon einen Schritt weiter im Konflikt, wenn wir hinhören und merken, oh, ich fühle mich so und so und vielleicht sage ich das sogar, wenn ich das Gefühl benennen kann, du, das macht mich echt traurig oder du, das macht mich voll wütend. Ja? Das bringt dich so weiter, wenn du checkst, du bist in dem Raum. Und der dritte Raum, das ist vielleicht der wichtigste, auch wenn wir in dem oft gar nicht merken, dass wir in dem sind, und der heißt Identität. Identität, so. Zu viele Buchstaben. Also du denkst zum Beispiel, Identität meine ich, das ist das, was du von dir denkst. Ja? Das ist das, wofür du dich hältst. Also zum Beispiel, du denkst von dir, du bist verlässlich und jetzt sagt dir der andere, er wirft dir vor, du bist nicht verlässlich, du hast den Autoschlüssel nicht aufgehängt. Und dann gehst du an die Decke und wirst wütend. Verstehst du die Dynamik? Aber drunter liegt, ich bin verlässlich, das ist meine Identität. Das ist, wer ich bin. Und der andere greift das an und dann entstehen die Gefühle. Ein Beispiel aus meinem Alltag. Ja, gestern Abend. Ich hab 2 Söhne. Einer ist 3 und der andere ist 2 Monate. Und ich habe unseren 2 Monate alten Sohn in der Trage, damit er einschläft. So. Er schläft aber nicht ein, sondern er schreit die ganze Zeit. Ich habe ihn 2 Minuten in der Trage und ich habe ihn 3 Minuten in der Trage. Und er schreit immer noch. Und irgendwann gehe ich zu meiner Frau Steffi und sage, du Steffi, irgendwie, das geht nicht. Er schreit immer noch, bitte nimm du ihn. Und meine Frau sagt, gut, zugegeben, vielleicht nicht ganz diplomatisch, sagt sie, okay, wahrscheinlich bist du zu unentspannt. Und ich, was unentspannt? Ich soll unentspannt sein? Also, was soll denn das heißen? Was heißt, ich bin unentspannt? Das heißt, soll das etwa heißen, ich mache nicht alles richtig? Soll das etwa heißen, Klammer auf, ich bin nicht immer der perfekte Vater? Verstehst du? Identität. Dann unentspannt, bitte. Und dann, okay, wir haben es dann noch gut abwenden können. Aber das haben wir gedacht, gutes Beispiel für morgen. Identität ist das, was oft zugrunde liegt. Und dann gehen wir in die anderen Räume. Und wir sind immer in irgendeinem Raum. In jedem Konflikt bist du entweder in dem oder in dem oder in dem und du springst herum. Und das ist das Erste, das ist schon ein sehr guter Schlüssel. Ja? Du find heraus, in welchem Raum du bist. Find es heraus, dann kannst du dich orientieren und findest vielleicht wieder heraus. Und jetzt kommt aber der eigentliche Punkt an dem Haus. Jetzt kommt der eigentliche Punkt. Und zwar, dieses Haus hat 2 Türen. Zwei Türen und du kannst dich in jedem Konflikt entscheiden,
durch welche Türe du in dieses Haus hineingehst. Und die erste Tür könnte man nennen richtig und falsch. Schau, wenn du durch die erste Tür in den Konflikt hineingehst, in den Streit, dann geht es dir vor allem darum, Recht zu haben. Dann geht es dir vor allem darum, ich liege doch richtig. Ich habe doch Recht. So wie ich die Sache sehe, stimmt's doch. Ich muss gewinnen. Ja? Ich muss Recht behalten. Es geht dir vor allem darum, herauszufinden, wer ist jetzt richtig, wer ist jetzt falsch. Habe ich jetzt Recht oder hat der andere Recht? Ich habe schon Recht, oder? Ja? Das ist die Tür richtig und falsch. Und das Problem an dieser Tür ist, du kommst ganz schwer wieder heraus. Weil du so beschäftigt bist, damit Recht zu haben und zu gewinnen, dass du gar nicht checkst, oh, eigentlich bin ich ja hier und jetzt bin ich ja hier und jetzt bin ich ja hier. Weil einer von beiden, du oder der andere, nur darum kreist, Recht zu haben. Zum Beispiel, ja, jemand kritisiert mich, jemand gibt mir irgendwie eine kritische Rückmeldung und ich gehe sofort durch die Richtig-Falsch-Tür und bin da, ja, das stimmt ja gar nicht, was der andere sagt. Das ist ja total ungerechtfertigt, weil eigentlich ist ja er, hat ja, eigentlich sieht er es ja falsch und ich kommt ja deswegen und so weiter. Und ich merke nicht, dass vielleicht das Problem eigentlich ist, der andere hat sich durch das, was ich getan habe, übergangen gefühlt. Oder ich merke nicht, das, was ich getan habe, war gar nicht das Problem, aber zum Beispiel, wie ich was getan habe, ja, zum Beispiel, wie ich was kommuniziert habe, hat den anderen verletzt. Und ich merke das, ich komme da nicht drauf, wenn ich nur, ja, ich habe Recht, du hast nicht Recht. So, versteht ihr? Und ganz oft bekommt der Konflikt, wenn du durch diese richtig-falsch-Tür gehst, dadurch so eine Kälte und so eine Härte, weil du immer abblockst. Und deswegen heißt diese erste Tür, nenne ich auch das harte Herz. So ein blaues Herz, eiskalt. Das harte Herz. Und das Gemeine an dem Herz ist, das kann total nett ausschauen. Das kann total vernünftig ausschauen. Ja, du erklärst ja nur, warum du Recht hast. Das ist ganz vernünftig. Erklärst ja nur. Sagst du nur, wie es wirklich war. Oder du erklärst dir nur, warum du nicht schuld bist. Was ist schon wichtig ist, zu sagen, okay, an dem bist du schon, an dem bin ich schuld. Und ja, ist total vernünftig, sagst du nur. Ja, oder du hörst zu, aber innerlich hältst du es nicht aus, dass der andere es anders sieht, weil das würde dir bedeuten, dass du vielleicht falsch liegst. Merkst du? Die Fassade kann total vernünftig und total nett und weich sein, aber innen ändert es nichts. Und eine Gruppe, die da extrem gut da drin war leider, oder denen Jesus das vorwirft, sind die Pharisäer. Pharisäer waren zur Zeit Jesus eine Gruppe von Schriftgelehrten, Theologen, würden wir heute sagen, die ganz fromm waren und die wirklich Gott gesucht haben, aber die ihr Herz verschlossen haben gegenüber dem, was Jesus gebracht hat. Und Jesus sagt über die Pharisäer, das ist auch gut, aber das überspringen wir jetzt. Das sagt er ihnen. An ihnen erfüllt sich das Prophetenwort Jesajas. Hören sollt ihr, hören und doch nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen und doch nicht einsehen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Einmal bringen die Pharisäer eine Frau zu Jesus. Und die Frau haben sie ertappt dabei, die Ehe zu brechen. Sie bringen sie zu Jesus und sie sagen zu Jesus, hey Jesus, sie wollen ihn auf die Probe stellen. Und sie sagen, hey Jesus, was sagst du? Mose hat gesagt, wir sollen die Frau steinigen. Aber was sagst du? Jetzt schauen wir mal, wer hat Recht? Du oder wir? Hm? Wer hat Recht? Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein. Ah, Mist. Mist, denken sich die Pharisäer. Der steigt überhaupt nicht ein auf unser Richtig-Falsch-Denken. Der steigt überhaupt nicht ein auf dieses Wir wollen gewinnen. Sondern Jesus sagt, hey, erstmal, niemand liegt vor Gott immer richtig. Ja? Und Jesus übersteigt diese Kategorien und er fängt an, mit der Frau zu sprechen. Er fängt an, mit ihr zu reden. Obwohl er auch sagt, das war nicht in Ordnung, was sie getan hat, aber er hört ihr zu. Er stellt ihr Fragen. Und er geht durch die zweite Tür. Jesus hat ein weiches Herz. Die zweite Tür ist das weiche Herz. Und ich will euch jetzt einfach 5 Kennzeichen geben, 5 Punkte nennen, die ein weiches Herz auszeichnen. Und der erste Punkt ist, das weiche Herz macht sich verletzbar.
Schau, unsere normale Reaktion, wenn wir in einen Konflikt gehen oder wenn wir in einem Konflikt sind, ist, lässt sich mit drei Worten beschreiben. Freeze, fight oder flight. Okay? Freeze ist, ich friere ein, ich tue gar nichts. Ich tue einfach so, als wenn nichts gewesen wäre. Nichts war, alles gut. Das Freeze. Fight ist dieses, ich gewinne, komm, wir finden es raus, zack, zack. Fight. Oder flight, ich flüchte, ich laufe weg, ich will nur keinen Konflikt. Ja? Ich check zwar, da ist ein Konflikt, aber ich laufe weg. Und das weiche Herz ist nicht so. Das weiche Herz macht sich verletzbar. Schau, Jesus sagt einmal, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Aua. Weißt du, was Jesus sagt da? Er sagt, im Konflikt, such nicht den Weg, der dir den geringsten Widerstand bringt. Riskier, dass du einen Kratzer abkriegst. Mach dich verletzbar. Das heißt zum Beispiel, ja, verletzbar machen heißt, ich suche ein Gespräch. Das kann so unangenehm sein. Ich weiß, irgendwas, da war was zwischen mir und dem anderen. Die Beziehung ist nicht heil, die ist nicht gut. Nicht so, wie wir es uns eigentlich beide wünschen. Und ich bin der, der auf den anderen zugeht. Der sagt, hey, du, ich finde irgendwie, irgendwas steht zwischen uns, können wir darüber reden. Das ist so unangenehm. Und das ist ein Risiko, weil du weißt ja nicht, geht das gut? Will der andere mich überhaupt hören? Ist der überhaupt offen dafür? Man weiß es nicht. Das ist ein ganz großes Risiko. Du machst dich verletzbar. Das kann heißen, um Vergebung zu bitten. Ja, ich sehe im Laufe des Konflikts, oh Mist, das war nicht ganz okay von mir. Und sich verletzbar machen heißt, okay, ich sag sorry. Ja, ich steck einen Schlag ein. Ich sag sorry, tut mir leid. Es kann heißen, sich einfach zu öffnen. Ja, sein Herz wirklich zu öffnen gegen den anderen. Oder einen Vorschlag, den der andere macht, mal wirklich zu bedenken, also wirklich in Erwägung zu ziehen. Das heißt, sich verletzbar machen. Oder einfach zu sagen, wie es einem wirklich geht. Vorletzte Woche. Ein weiteres Beispiel aus meinem Alltag. Ich habe Essen gemacht am Abend und meine Frau war mit unseren Kids und irgendwas ist Essen fertig. Ich sage, du Steffi, Essen ist fertig, kannst du bitte kommen? Und Steffi irgendwie so, ja, ich komme gleich. Okay, so hat es sich für mich angehört. Also es war irgendwie ein bisschen genervt. Und ich habe gesagt, hey, was ist los? Warum bist du so genervt? Jetzt habe ich Essen gemacht und ich habe nur gesagt, kannst du bitte kommen? Und jetzt hätten wir einsteigen können in, ja, aber ich bin ja nicht genervt. Doch, das klang total genervt. Nein, ich bin nicht genervt. Ich habe nur gesagt, blablabla. Ja, wir hätten total durch diese Tür gehen können. Aber meine Frau ist super. Meine Frau sagt, hey du, sorry, weißt du, ich fühle mich heute nicht so gut. Oh, okay, du fühlst dich nicht so gut. Alles klar. Kein Problem, jeder ist mal genervt. Weißt du, sie macht sich verletzbar, sagt, wie sie geht und bang, der Konflikt ist total gedreht, weil sie nicht durch die Tür geht. Verstehst du? Sich verletzbar machen ist key, ist ein Schlüssel, um einem Konflikt heil wieder rauszukommen oder den Konflikt gleich abzuwenden. Zweites Kennzeichen. Das weiche Herz ist neugierig. Schau, das harte Herz denkt immer, es weiß eh alles. Das harte Herz denkt, ja, kenne ich, was der mir, ich weiß genau, was du mir sagen willst, ich habe dich total durchschaut. Das ist das harte Herz und das stimmt nie. Weißt du, einen anderen hast du nie ganz durchschaut, never ever. Und das weiche Herz stellt Fragen. Das ist neugierig. Ja, das sagt, hey, wie war das für dich? Oder was macht das mit dir? Oder wovor hast du Angst? Oder ja, wie fühlst du dich? Wie war das aus deiner Sicht? Und dann hört das weiche Herz zu, es hört wirklich zu. Letztens hat meine Frau zu mir gesagt, hörst du mir eigentlich zu? Und ich habe gedacht, das ist eine komische Art, in ein Gespräch einzusteigen, oder? Sicher? Letztens hat meine Frau zu mir gesagt, hörst du mir eigentlich zu? Und ich habe mir gedacht, seltsame Art, in ein Gespräch einzusteigen, oder? Egal, wird kommen. Ist ein Witz, war ein Witz. Sei neugierig, hör wirklich zu. Ja? Versuch nicht nur zu hören, das, was der andere sagt, sondern versuch sogar zu hören, was er meint. Okay, es gibt einen Unterschied. Jemand sagt etwas und jemand meint etwas. Ein guter Zuhörer versucht auf das zu hören, was der andere meint. Ah, nicht so leicht. Mir fällt das nicht leicht. Dritte, das Kennzeichen. Das weiche Herz umarmt das Unperfekte. Paulus schreibt im Römerbrief, nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat. Zur Ehre Gottes. Jesus war so gut darin,
das Unperfekte anzunehmen, so gut darin, die Fertigen und ja, nicht zu heilen anzunehmen und sie zu umarmen, sie einzuladen, mit ihnen zu sein. Wir sind da oft nicht immer so gut. Ich bin da oft nicht immer so gut. Und die Wahrheit ist halt, niemand ist perfekt. Niemand macht immer alles richtig. Jeder hat seine Kratzer und ein weiches Herz weiß das einfach. Und das fängt bei mir selber an. Ja. Wenn ich in den Konflikt reingehe, gehe ich davon aus, natürlich habe ich alles richtig gemacht oder rechne ich damit, ja, wahrscheinlich habe ich auch irgendeinen Anteil an diesem Konflikt. Wahrscheinlich, mag er noch so klein sein. Ja, wenn mich jemand kritisiert, halte ich es für möglich, dass 1% dieser Kritik wirklich stimmt. Ja, ja, natürlich. Ich gehe mit einem weichen Herz hinein. Ich umarme das Unperfekte erstmal in mir. Ich gehe davon aus, ich bin nicht perfekt. Und selbst wenn ich nur der Trigger war für irgendein Gefühl in dem anderen, ja, es ist... Oder Gefühle, Stichwort Gefühle. Das Unperfekte umarmen heißt, ich nehme die Gefühle in mir mal ernst. Weißt du, du bist in einem Konflikt und du merkst, boah, ich bin total wütend oder ich bin traurig. Und das weiche Herz sagt, oh, okay, ich bin gerade traurig oder oh, ich bin gerade wütend und sagt nicht, hey, das passt nicht in mein Bild von mir, ich bin doch immer gut drauf. Ich bin doch immer der Happy Man und so weiter. Nein, nein, das Unperfekte umarmen heißt mal, oh Mist, mir geht's gerade so. Und ich versuche es sogar zu sagen. Ja. Fang das Unperfekte zu umarmen, fang bei dir selber an. Jesus sagt nicht umsonst, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Das hängt zusammen. Je mehr du dich selber, das Unperfekte in dir umarmst, desto mehr wirst du ein weiches Herz für die anderen bekommen. Viertens, das weiche Herz geht vom Besten aus. Ja, du hast es in einem Konflikt so viel leichter, wenn du davon ausgehst, der andere verhält sich so gut, wie er eben gerade kann. So gut, wie er eben gerade kann. Ja, der andere ist nicht böse, aber er hat auch eine Geschichte, er hat auch Verletzungen. Und das weiche Herz bemüht sich einfach, den anderen nicht von vornherein in eine Schublade zu stecken, von vornherein nicht zu sagen, ja, der ist sicher eh faul oder der will sicher eh mich nur schlecht machen oder will sicher eh noch was für sich rausholen. So wie diese Geschichte mit dem Hammer, kennt ihr die? Kennt ihr die Geschichte mit dem Hammer? Na komm, die Geschichte mit dem Hammer. Okay, ich erzähle euch die Geschichte mit dem Hammer. Die Geschichte mit dem Hammer ist so gut, die geht so. Ein Mann braucht einen Hammer und er hat keinen. Aber sein Nachbar hat einen Hammer. Und jetzt denkt er sich, hey, ich könnte den Hammer von meinem Nachbar ausborgen. Ja? Und dann fällt ihm aber ein, ah, Moment. Vor 2 Wochen, da hat mich der Nachbar doch so schief angeschaut. Und letzte Woche, da habe ich eben gegrüßt, aber er hat mich nicht gegrüßt. Der hat sicher was gegen mich. Sicher hat er was gegen mich. Der würde mir nie den Hammer borgen. Ich würde mir sofort den Hammer borgen, aber er nicht. Das ist unglaublich. So ein Egoist denkt nur an sich. Jetzt denkt er wahrscheinlich noch, ich bin abhängig von ihm. Das ist unglaublich. So ein Ignorant. Solche Leute vergiften die Gesellschaft. Es reicht wirklich. Es ist genug. Okay, und er geht rüber, läutet an, der Nachbar macht auf und der Mann schreit, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Ignorant. Und dann geht er wieder. Und wenn du so in einen Konflikt hineingehst, kommst du nie wieder raus. Und so bekommst du auch einen Konflikt. Super, wenn du einen Konflikt suchst, so kriegst du einen. Und das weiche Herz ist nicht so. Das weiche Herz geht vom Besten aus. Ja, erstmal, hey, der andere meint es wahrscheinlich gut. Letzter Punkt, das weiche Herz kommuniziert wertschätzend. So wie wir kommunizieren, oder indem wir kommunizieren, nehmen wir eine Herzenshaltung ein. Nochmal, so wie du kommunizierst, so prägst du dein Herz. So leitest du dein Herz. Was du redest, prägt dein Herz. Und das weiche Herz kommuniziert wertschätzend. Es fragt nach, es lässt den anderen ausreden, es sagt Danke, ja, es gibt konstruktives Feedback, es lächelt. Ja, Körpersprache ist so viel, nicht nur Worte. Okay, ich kann so in einen Konflikt gehen und ich kann so in einen Konflikt gehen. Ich kann mein Handy, du kannst auf mein Handy schauen und ich kann es weglegen, während ich rede. Verstehst du? Kommuniziert wertschätzend. Auch mit dem, was ich nicht tue, auch das, was wir nicht tun, kommuniziert etwas. Das waren die 5 Kennzeichen und ich will jetzt ganz kurz mit euch durchgehen, die Key Learnings, die wir bis jetzt hatten. Und dann enden wir. Erstens, jeder Konflikt dreht sich um die Sache, deine Gefühle oder deine Identität. Ich kann in jedem Konflikt meine Herzenshaltung wählen. Du kannst dir immer aussuchen, gehst du durch die oder durch die Tür. Und ein hartes Herz will vor allem Recht haben und bleibt im Konflikt gefangen. Ein weiches Herz macht sich verletzbar, ist neugierig, umarmt das Unperfekte, geht vom Besten aus und kommuniziert wertschätzend. Wie bekommst du ein weiches Herz? Erstens, du tust diese 5 Punkte.
Ja? Du ringst darum. Wir denken uns nicht in eine neue Lebensweise hinein, sondern wir leben uns in eine neue Denkweise hinein. Tu das. Versuch, ring um diese Punkte. Und zweitens, das ist mein letzter Punkt, du brauchst Gott dafür. Du brauchst Gott dafür. Gott hat so ein weiches Herz. Und wenn du oft in Konflikten gefangen bist und verfahren bist und nicht mehr rausfindest und du merkst, Mist, du gehst immer durch die Tür, such Gott. Such Gott. Gott sagt in Ezechiel, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, gebe ich ein neues Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Gott wird es lieben, dir ein weiches Herz zu schenken. Und ich bete, das ist ein ganz wichtiges Gebet für mich. Ich sage, Gott, erschaff mir, schenk mir ein weiches Herz. Und ich ermutige dich, in dieses Gebet einzustimmen, weil Gott sucht Menschen mit weichen Herzen. Lass uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein weiches Herz. Wir danken dir, dass du uns in Jesus gezeigt hast, wie das gehen kann mit dem Lieben, wie das gehen kann mit dem Nächsten. Und danke, dass du voller Geduld auf uns schaust, dass du voller Geduld auf mich schaust, wenn immer das nicht so klappt, wie ich das gerne hätte. Und wir beten heute Vormittag einfach, Herr, schenk uns ein weiches Herz. Bring in uns hervor ein weiches Herz und lehr uns, in einem weichen Herzen zu leben, Herr. Darum beten wir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Meine Lieben, das Wichtigste in unserem Leben ist nicht berechenbar. Es gibt berechenbare Tatsachen und es gibt Unberechenbares. Das meiste in unserem Leben ist überhaupt nicht berechenbar. Es ist nur, dass wir mit dem Herzen uns dem annähern können. Beim Glauben ist es dasselbe. Gott ist einer und dreifaltig. Einer als ein Gott und drei Personen. Und das geht mathematisch nicht zusammen. Eins ist nicht drei und drei ist nicht eins. Diese Gleichung stimmt nicht. Eins ist gleich drei und drei ist gleich eins. Das ist nicht richtig. Das ist berechnend nicht in richtiger Weise. Und deshalb müssen wir sagen, im Glauben gibt es Unberechenbares, so wie in unserem Leben überhaupt grundsätzlich. Und das Wichtigste in meinem Leben und in deinem Leben ist überhaupt nicht berechenbar. Die Liebe ist nicht berechenbar. Und wir können uns nur mit bereitem Herzen dem annähern. Ich versuche, eine Denkhilfe zu geben, was die Dreifaltigkeit betrifft. In jeder Liebe gibt es drei Subjekte. Es gibt einen, der liebt, es gibt einen Menschen, der geliebt wird und es gibt die Liebe selbst. Diese drei Subjekte. Einen Liebenden, einen Geliebten und die Liebe selbst, die zwei verbindet. Und so etwas gibt es auch in Gott. Wir haben ein dynamisches Gottesbild, kein statisches Gottesbild. Und das christliche Gottesbild als dynamisches Gottesbild hat genau diese Wirklichkeit in sich. Ist natürlich nur eine Denkhilfe und eine schwache Ausdrucksweise, wenn wir als Menschen, als begrenzte Wesen über den unendlichen Gott reden wollen. Aber heute ist dieses Fest des unendlichen Gottes, der in drei Personen sich geoffenbart hat. Und deshalb verehren wir ihn auch so, als solchen, beten wir ihn an, geben wir ihm alle Ehre, allen Lob und allen Dank. Also die Dreifaltigkeit des einen Gottes, der mit dem, was Johannes in seinem Brief geschrieben hat, als Liebe zusammengefasst ist, genau den bekennen wir heute und den feiern wir. Ich habe, als ich noch unterrichtete in der Mittelschule und auch in der Hochschule und auch in der Volksschule, überall habe ich unterrichtet, habe ich manchmal die Frage gestellt, welchen Namen hat Gott? Kamen dann verschiedenste Namen, der Herr wie Jesus oder der Heilige Geist oder Yahweh, hat jemand einmal gesagt, das ist ja schon eine sehr gute Aussage. Yahweh als
Name Gottes des Alten Testamentes. Der fromme Jude, der scheut sich sein Leben lang, diesen Namen auszusprechen, weil er fürchtet, das zweite Gebot zu verletzen, das ja da lautet, du sollst den Namen Gottes nicht achtlos aussprechen. Dafür spricht der fromme Juden diesen Namen Gottes Yahweh gar nicht aus und ersetzt ihn mit anderen Namen wie Adonai oder Elohim oder noch mehr andere Namen, Hashem. Jedenfalls ist dieser Name Gottes und der Gott selbst offenbart sich als der, was er ist und was er tut. Er sagt, ich bin der, ich bin da. Und das zeigt sich dann vor allem in Jesus, der da ja auch genannt wird als Immanuel, als der Gott mit uns. Und wir im Christentum sagen, diese Gottheit, dieser Gott, dieser eine Gott, den wir im Alten Testament als den gegenwärtigen Gott bekennen, mit dem, was wir Yahweh bezeichnen, nennen wir Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist der Name, den wir für Gott verwenden. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist gleich an Würde, gleich an dem, was die Göttlichkeit betrifft. Der Sohn ist nicht unter dem Vater und der Heilige Geist ist nicht unter dem Sohn. Und da gibt es keine Über- und Unterordnung. Wer zu Jesus betet, betet zum Vater. Und wer zum Vater betet, betet zu Jesus und zum Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist verehrt, verehrt den Vater und den Heiligen und Jesus. Jetzt können wir das alles durchexerzieren. Das ist genau das, dass wir das mit unserem Hirn nicht fassen können. Noch einmal, wir können uns dem nur mit unserem Herzen annähern. Es ist das Größte in unserer Theologie, das wir haben. Und dieses Größte können wir nicht mit unserem begrenzten Hirn fassen. Aber mit unseren unbegrenzten Herzen können wir uns dem annähern. Es ist die Frage, und jetzt könnte ich lange noch reden, aber ich höre auf. Es ist die Frage, dem unendlichen Meer Gottes, wie können wir uns dem nähern, indem wir das Meer ausschöpfen, geht es nicht. Es gibt ja diese wunderbare, berühmte Geschichte des Augustinus, der am Meer entlang spaziert ist und über die Dreifaltigkeit nachgedacht hat und dann einen Engel gesehen hat, der mit einer Muschel das Meer ausgeschöpft hat und in eine Sandgrube rein. Und dann sagt der große Augustinus zu ihm, na, das wirst du nicht schaffen, das Wasser da in diese Sandgrube hineinzuschöpfen. Worauf der Kleine dann ihm sagt, und du wirst es ebenso nicht schaffen, das Meer der Liebe Gottes zu ergründen und auszuschöpfen. Es ist die Frage, wollen wir es ausschöpfen und durchdringen mit unserem Gedanken und unserem Denken, oder wollen wir einfach in das Meer der Liebe Gottes eintauchen? Das ist die bessere Art, in das Meer der Liebe Gottes einzutauchen. Immer wenn wir im Lobpreis eintauchen und wenn wir in das Wort Gottes eintauchen und wenn wir in die Gegenwart Gottes eintauchen, sind wir in der dreifaltigen Liebe Gottes zu Hause. Jeder von uns, der getauft ist auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist eingetaucht in die Liebe Gottes. Du bist ein Eingetauchter, eine Eingetauchte in die dreifaltige Liebe Gottes. Das ist deine ursprüngliche Familie, in die hinein du getaucht bist. Und du bist deshalb Kind Gottes des Dreifaltigen. Speak what is true. Here's my heart, Lord.
Vater im Himmel, wir bringen dir heute Vormittag unsere Herzen. Wir sagen, hier ist unser Herz, Herr. Hier ist unser Herz. Niemand hat nur ein weiches oder nur ein hartes Herz. Jeder wählt immer wieder und wieder zwischen den beiden. Und Herr, wir sagen, hier ist unser Herz. Hier ist dieses Herz, das nicht nur weich ist, nicht nur hart, aber auch nicht nur weich. Und wir halten es dir hin, Herr. Wir sagen, wir brauchen dich in so vielen Situationen. Wir brauchen dich in unserem Leben, Gott, dass du unser Herz anhauchst mit deiner Wahrheit, mit deiner Vergebung, mit deinem Erbarmen, mit deiner Liebe, mit deiner Güte. Und ich lade dich ein, einfach da, wo du bist. Vielleicht magst du die Hände öffnen und sagen, Herr, hier bin ich, ich brauche dich. Vielleicht magst du einfach ein äußeres Zeichen tun und sagst, Herr, ich empfange von dir deine Güte, dein Erbarmen, deine Liebe, damit mein Herz weicher wird. In der Schrift heißt es einmal, dass Gott die Berge schmelzen lässt. Er kann alles schmelzen lassen. Er kann unsere Herzen zum Schmelzen bringen. Und eine Art, wie er das liebt zu tun, ist, dass er gerade das mit Güte anschaut, wo wir so ungütig sind mit uns. Und vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du dir selber ein hartes Herz gegenüber hast. Wo du gern anders wärst, als du bist. Oder wo du weißt, da fällst du immer wieder. Oder da tappst du immer in die gleiche Falle. Und du bist unzufrieden mit dir selber. Und Gott sieht da mit voller Erbarmen, voller Liebe und voller Geduld drauf. Gott sagt, es ist okay. Es ist okay. Du darfst wachsen. Ich sehe dein Herz. Ich sehe, wo du hin willst. Ich schaue dich voller Güte und Erbarmen an. Ich bin nicht der strenge Gott, der mit dem Zeigefinger wackelt. Ich habe ein weiches Herz. Ich schaue dich an und ich sage, ich habe dich lieb. Mit so, wie du bist, mit dem, was du mitbringst. Da, wo du jetzt stehst. Wenn du magst, nimm das nächste Lied und halt genau das, wo du dir selber gegenüber hart bist, wo du dir selber nur schwer vergeben kannst, wo du selber unzufrieden bist mit dir, halt Gottes hin und empfang sein Erbarmen, empfang seine Güte, spür sein weiches Herz. I am here.
Sprich deine Wahrheit in unser Herz, Herr. Triff unser Herz mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit, Jesus. Ganz oft steht einem weichen Herz im Weg, dass wir verschiedene Sachen glauben, die gar nicht stimmen. Zum Beispiel, wir glauben, wenn wir nicht Recht haben, wenn wir nicht Recht behalten, verlieren wir was. Wenn der andere das anders sieht als ich, dann bin ich ja ein Loser, dann bin ich ja was auch immer. Oder wir glauben, natürlich weiß ich schon, was der andere sagen will. Natürlich habe ich ihn durchschaut. Und dort hast du Sachen. Oder wir glauben, ich kann mich nicht verletzbar machen, weil dann bin ich ein Schwächling. So, und wenn dir spontan irgendwas einfällt, was du glaubst, vielleicht glaubst du, dass du zu kurz kommst, wenn du mal nicht gewinnst in einem Streit. Und es stimmt nicht, du kommst nicht zu kurz. Gott passt auf dich auf, Gott schaut auf dich, Gott sieht dich. Wenn dir was einfällt, wo du weißt, das ist eigentlich eine Lüge und das hält dich davon ab, dein Herz weich zu machen, dann sprich da mit Gott drüber. Sag ihm das. Oder du kannst ihn auch fragen, Gott, stimmt das eigentlich? Wie siehst du das? Lade dich ein, einfach kurz in ein Gespräch zu kommen, wenn du magst, über Dinge, die dich abhalten, ein weiches Herz zu wählen. Während dem nächsten Lied. Wenn es kein Lied mehr gibt, macht es auch nichts. Nimm uns einfach 1-2 Minuten, wo du das machen kannst. Voller Güte ansiehst und danke, dass wir wachsen dürfen auf diesem Weg, Herr. Danke, dass wir als Jünger Jesu wachsen dürfen, lernen dürfen, dass wir nicht perfekt sein müssen, aber dass wir uns ausstrecken dürfen nach einem weichen Herz, nach einem Herz, nach deinem Herzen, Gott. Dafür danken wir dir durch deinen Sohn Jesus. Amen.
Sunday Morning. Worship, Prayer und Preach. Kinderkirche und Babylounge. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr in der Home Mission Base Salzburg. Sei dabei!